Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Dennis hier, aka Fragrance Dog. Ja, der wahre, unerreichte Fragrance Dog in, ja, Sommerlaune schon. Ja, oder auch doch nicht? Ja. Nehmt mir die Brille mal ab. Ich stelle euch heute Louis Vuitton Afternoon Swim vor. Oft gewünscht von euch, nun mache ich es. Aber ich habe zwei wichtige Infos vorher. Bevor das losgeht mit diesem Duft, möchte ich euch erstmal bekannt geben. Erste Info: Es steht jetzt unten in dieser Videobeschreibung eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr eure Parfümsammlung hinschicken. Maximal drei Bilder und die Liste mit Namen von den Düften, die ihr habt. So, und natürlich euer Namen. Natürlich nicht den ganzen Namen, es reicht ein Vorname oder Instagram-Name, und dann werde ich wieder, ich bewerte eure Parfümsammlung zum Leben erwecken. Ihr habt es euch immer gewünscht, dass ich das wieder mache. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren das letzte Mal gemacht. Jetzt mache ich es wieder. Also unten in der Videobeschreibung maximal drei Bilder plus Beschreibung und euren Namen dort hinschicken. Und dann wird irgendwann immer ein Video kommen. Ich kann nicht genau sagen, wann und wie oft, aber es wird immer zwischendurch kommen, wo ich eure Sammlung vorstelle und bewerte. So, Info Nummer zwei, weil ich so viele Nachrichten von euch bekomme: Wie kann ich Mitglied werden? Ach, mein Hals ist ganz trocken. Ich habe eben so ein Vitamin D, flüssiges Vitamin D getrunken. Auf jeden Fall, also sorry dafür. Wie kann ich Mitglied werden? So, ich werde das jetzt mal einblenden. Das steht immer neben, wenn ich das jetzt auf dem Kopf habe, neben dem Button, wo ihr an oder neben der Glocke, die ihr betätigt, wenn ihr wissen wollt, wann immer ein Video kommt, damit ihr benachrichtigt werdet. Da steht auch Mitglied werden. So, leider ist das nicht bei jedem so. So, ihr müsst dann in einen anderen Browser oder in die Desktop-Version wechseln. Warum, weshalb, wieso, das haben andere auch. Nicht jeder, aber ich habe schon mit jemandem gesprochen, der hatte das auch. Das ist einfach so. Tut mir leid, es gibt Leute, die sehen den gleich den Button und manche nicht. Dann müsst ihr auf jeden Fall einen anderen Browser oder die Desktop-Version nehmen und dann seht ihr diesen Button. So, und dann gibt es drei Möglichkeiten: Silber, Gold und Platin-Mitglied zu werden. Gold- und Platin-Mitglieder werden am Ende des Videos immer namentlich erwähnt im Video. Könnt ihr, habt oder habt ihr ja schon gesehen. So, und trotzdem möchte ich mich bedanken natürlich auch an alle Silbermitglieder, die ich bis jetzt habe. Vielen Dank, dass ihr immer am Start seid. Vor allen Dingen die ganze Zeit schon über Monate am Start seid. Und natürlich auch wenn ich es ja im Video jetzt immer mache, an die Gold- und Platin-Mitglieder. Vielen Dank. Und das freut mich sehr für die Unterstützung dieses Kanals. Also Leute, ihr wisst jetzt Bescheid, weil ich immer so viele Fragen bekomme. Desktop-Version nehmen oder einen anderen Browser. So, jetzt kommen wir zu diesem herrlichen, sommerlichen Duft. Afternoon Swim von Louis Vuitton. Ja, was soll ich sagen? Der Flakon ist, wie gesagt, nice. So kann es gehen, live. Ich lasse das auch mal wieder drin, weil das passiert eben so. Ich könnte das rausschneiden, aber mache ich nicht. So, man bleibt einfach ganz cool. So, nochmal. Magnetverschluss. Sehr nice und sehr cool. Ja, Louis, ja, und ich habe immer gesagt, Düfte nein von Ihnen. Warum auch immer. Ich habe gesagt, nö, warum Düfte muss ich jetzt nicht auch noch und so weiter. Aber ich bin von jedem Duft, ich kenne noch nicht jeden, nicht ganz jeden, ich glaube ein, zwei, vier, weiß ich jetzt nicht welche, bin ich sehr begeistert von diesen Düften. Ja, kann ich so sagen. Richtig sehr schön begeistert. Also nicht nur wegen dem Flakon oder auch den Magnetverschluss, der ab und zu mal runterfliegt, nein, sondern auch die Düfte. Und vor allen Dingen der hier, Afternoon Swim, einer der besten. Ihr denkt wirklich, ihr seid auf Bora Bora oder auf den Malediven oder wo auch immer. Sehr, sehr nice. Auch Hawaii, auch das Feeling Hawaii, stimmt, auch sehr geil. Also ich kann euch nur sagen, geil. Das ist ein Orangenduft von allerfeinsten. Orange, Orange, Orange und dann frische, frische. Mehr müsst ihr eigentlich fast gar nicht wissen. Ne? Es kommt dann noch Mandarine, Bergamotte, Ambra und Ingwer dazu. Lasst euch nicht abschrecken wegen den Ingwer. Das ist hier nicht wie bei Yves Saint Laurent Y, dieser Ingwer. Nicht, dass ich will das jetzt nicht schlecht machen. Ich finde Y, ihr wisst das ja, ab und zu sehr nice. Aber hier ist das alles
Die Qualität ist einfach um einiges besser und ihr habt auch nicht die Schärfe. Im Grunde genommen fast extrem Orange, ne? Orangenlastig, ein sehr guter Sprüher. Viele meckern, dass er zu teuer ist. Da möchte ich jetzt auch mal, das möchte ich vorwegnehmen. Es ist Louis Vuitton, ihr wisst das, ne? Und ihr wisst, was ein T-Shirt da kostet. Ihr wisst auch, was Schuhe da kosten oder Handtaschen oder auch Hoodies und Jacken, was ihr da ablöhnen müsst. Das ist noch das Günstigste auf der Seite. Und dass der für 100 Euro nichts rauswirft, ist doch klar. Ihr könnt im Endeffekt ja froh sein, dass das nur 240, glaube ich, kostet. Oder 320 für die Oud-Version oder so hier. Weil er hätte auch 600 nehmen können. Weil, wie gesagt, die Marke oder allgemein dieses Haute-Couture soll ja nicht jeder tragen. So wollen die das. Dass das 240 Euro kostet, ist ja noch günstig, was das angeht. Muss ich wirklich so sagen. Fakt ist, wenn ihr den aufgebraucht habt, könnt ihr zur Louis Store gehen und den für 100 Euro weniger auffüllen. Und dann ist es definitiv noch besser. Dann seid ihr bei 140, 150 Euro, ist glaube ich 10 Euro teurer geworden, habe ich gehört. Keine Ahnung. Und dann ist es eigentlich wieder in Ordnung, weil man sich überlegt, dass zum Beispiel der neue, das hatte ich ja letztens in meinem Video gesagt, dass der neue Invictus von Paco Rabanne auch in der 100 ml Variante über 100 Euro kostet, wenn er nicht 100 gesetzt ist. 100 Euro, überlegt euch das mal. So, er zahlt ihr 50 Euro mehr, hat er einen Louis Vuitton-Duft. Nur als Beispiel. So, in einen geilen, ich wiederhole das, Flakon, wo ab und zu auch der Deckel runterfallen kann, weil Magnetverschluss, ne, wenn man nicht aufpasst. So ein Duft, wie gesagt. Orange, Orange, Bergamotte, Mandarine, Amber und Ingwer. Passt einfach perfekt zusammen. Richtig nice. Hypercuts, 5 bis 7 Stunden, jede Haut ist anders, bei manchen vielleicht nur 4 Stunden. Ja, es ist wenig, aber das ist, ihr müsst das ja nicht kaufen. So, dann müsst ihr auf diesen Duft komplett verzichten für immer. Wie auf andere. Ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Ich weiß, dass das blöd ist, aber ja, Sommerdüfte halten immer weniger. Es sei denn, ich komme immer wieder darauf zurück, da gibt es einige, die vielleicht ein bisschen stärker sind. Und dann gibt es noch Marc Gebauer, zum Beispiel Orange Flamingo. Ja, der hält dann bei 2 Sprühern 12 Stunden. Das ist natürlich auch Sinn. Aber das ist ja so ein bisschen anschmiegsam. Er will ja nicht, dass das so richtig auf die Fresse ist. Es soll einfach im Sommer bei der Hitze am Strand, an der Strandbar etc. einfach nur mit, ja, swingen, würde ich schon sagen. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Viele fragen mich, Mandarin oder Almafi, Aqua, ist der ähnlich? Also, nein, er ist nicht ähnlich. Das ist eine Familie, ne, dieses frische, fruchtige, ist klar, das schwingt alles so in einer Familie mit, aber der geht schon noch in eine ganz andere Richtung und selbst wenn, wäre er einfach qualitativ besser. Das muss man einfach so sagen und stehen lassen, egal ob ich Tom Ford auch mag, aber ne. Das ist übrigens ein sehr herrlicher, geiler Duft, ne? Ja, aber hier spielt zum Beispiel Neroli auch mit. Neroli, hier ist ja gar nicht Neroli drin, was ich übrigens wirklich super finde. Es ist mal kein Neroli drin, weil das hätte diesen Duft ganz anders gemacht. Eventuell so in dem Fall sogar schlechter. Endlich ist kein Neroli drin, so wie hier. So, es ist herrlich. Ne? Der riecht auch herrlich. Ne? Auch dieses cremige und auch natürlich wahrscheinlich Bergamotte ist, glaube ich, auch hier drin. Nice. Aber das ist eine andere Liga und oder wollt ihr einen richtigen schönen Sommerduft haben, der auf jeden Fall sehr beliebt ist. Er kommt wirklich gut an. Wirklich gut an. Ihr werdet da Komplimente für bekommen. Und ach, was soll ich eigentlich noch so sagen? Es ist Hammer. So. Selbst der Duft On the Beach von Louis ist nice. Da ist zum Beispiel Neroli drin. Wer Neroli jetzt sucht in ein Louis, der muss On the Beach nehmen, kommt diesen ähnlicher, aber was ich einfach gut finde, und das ist das, natürlich geht er in eine Richtung wie alle anderen, das machen aber inzwischen alle. Es gibt Millionen Düfte, es wird inzwischen auch ein bisschen schwieriger und es wird ja nicht einfacher. Hier ist nur der Punkt, dass Louis einfach eine DNA hat, die immer mitschwingt und das macht die Düfte so interessant. Die haben einfach eine eigene DNA, was ja auch so sein soll und so sein muss.
Und das finde ich nice. Ich werde eventuell, ich hoffe, diese Woche noch zwei neue Düfte bekommen von Louis. Und ja, ich bin gespannt. Was heißt, ich bin gespannt? Ich kenne die ja, aber ich liebe einfach inzwischen die Düfte. Und sie ist einfach elegant und luxuriös und passt einfach. Und dann mit diesem Flakon. Manche finden Louis einfach beim ersten Mal nicht gut, aber beim zweiten, dritten Mal tragen, verlieben sie sich. Also gib den vielleicht ein bisschen mehr oder mehr Sprüche, wollte ich gerade sagen, mehr Tage eine Chance und ihr werdet begeistert sein. Bei diesem Duft ist das anders, da waren die meisten, also die ich jetzt alle gesprochen habe, die diesen Duft kennen, sofort begeistert. Ein Meisterwerk, es ist auch ein Meisterwerk, was Frische angeht und was einen frischen Duft angeht. Es ist genial, wirklich genial gemacht. So, und ich will jetzt nicht weiter ja, träumen von Bora Bora oder die Malediven. Ich glaube, ich muss da mal wieder hin. Und ja, auf jeden Fall hammer, geiler, blauer, frischer, orangiger Duft. Sehr nice. Im Hintergrund bisschen Ingwer, Bergamotte, Mandarine und Ambra. Aber im Endeffekt ein schöner, super Begleiter für den Sommer. Sehr, sehr nice. Afternoon Swim von Louis Vuitton. Also Leute, wie gesagt, alles, ne, was ich vorher gesagt habe, unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.